Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir Zureich und zurück zu Shadow Warrior. Und ja, es hat euch ja gefallen, dass ich hier ein bisschen geschnetzelt habe und deswegen wollen wir das einfach nochmal ein bisschen weitermachen. Ja, ich werde bestimmt wieder kein Let's Play machen, das ist klar, aber ein bisschen nochmal Spaß haben. Das wollen wir ja haben. Am Ende könnt ihr ja das Spiel selber euch bei Steam kaufen, denn es macht definitiv Laune. So. Und wir sind wieder draußen, nachdem wir schon. What? Like life energy? Tai Chi bullshit kind of chi? I thought that was a bunch of crap to keep us quiet in Kung Fu class while Sifu took his morning dump. Yours to command. Use it or lose it. Ja, das letzte, was passiert ist, ist, dass wir die Macht dieses Dämonen da genommen haben. Jetzt können wir uns jetzt zum Beispiel auch heilen, ja. So, jetzt muss ich mal gucken, wo lang. Das sieht ja hier schon mal einladend aus. Ja, vielleicht halt haben wir auch. Ich glaube, hier war nichts mehr. Na, sieht auch nicht so aus. Das sieht hier deutlich besser aus. Wir gehen einfach hier lang. Jo. Schöne Hängebrücke. Okay, so where is this sword? A golem has it. Looks female. I saw this thing when I was locked up. Like a ceramic robot. That's the one. Okay. So, jetzt sind wir in einer Höhle. Und müssen einen Golem finden. Und dann kriegen wir Nobi. Wie heißt das immer? Nobitsura Kage. Oh, guck mal, da ist noch ein Gegner, aber das sieht echt gar nicht mal so schlecht aus, das Spiel. Na. You feel lucky, chump? I mean, punk? Damn, I always fuck that up. Auf jeden Fall ist das Spiel schön mit Humor gestaltet. Das gefällt mir. Ich habe mal die Untertitel angeschaltet für euch. Damit ihr das auch lesen könnt, falls ich gerade dazwischen rede oder so. Not to sound like a racist, but all you demons really do look alike. Ja, da hat er wohl recht, die sehen alle gleich aus, meint er. Ja, auch noch hier, schön mit. Flashlight sieht doch noch gut aus. Schön Bäume hier. Auch mal was da hinten denn. Ah, cool. So, können wir mal U drücken. Was haben wir denn hier? Oha. Katana Mastery. Okay, da können wir anscheinend einiges jetzt machen, aber wir müssen anscheinend erstmal, ne, das können wir schon alles machen, das ist locked. Wir sollen aber das erste machen. Ah, das, okay, das baut doch alles aufeinander auf. So, ein Strike. Da Doppel-W drücken und dann linke Maustaste halten. Wir lernen es einfach mal. So, hier können wir auch alles andere upgraden. Hierfür brauchen wir zum Beispiel dann Geld. Ja, Single Action Revolver. Da können wir einiges nochmal machen. Munition können wir auch einfach hier kaufen, wie ich gerade sehe. Auch sehr cool. Powers haben wir hier noch. Aber dafür brauchen wir irgendwelche Kristalle und die haben wir nicht. So, dann gehen wir mal wieder raus. Okay, also erstmal gucken, wie das nochmal geht, ja. Ah, okay. Also wirklich Doppel-W, dann können wir halten, dann go, ja.
Gut, er wird natürlich dann auch ein bisschen stärker, ja. Useful trick. So, was genau jetzt passiert ist, weiß ich nicht. Das sieht auf jeden Fall ganz schön ekelhaft aus. Ach so, das war... Ah, das gehörte zusammen. Gut, dann macht das auf jeden Fall Sinn. So. Wir nehmen nochmal die Knarre. Hier geht's ja wieder weiter. Ja, vielleicht... Nehmen wir mal das Ding hier. So, kommt her. Wow, are those things real? Das sieht auf jeden Fall cool hier aus. Oh, jetzt habe ich das wahrscheinlich verpasst. Ach, Steamart, wie hat man das überhaupt nochmal gemacht? Q. Nee. Da muss ich einmal kurz reingucken. Das weiß ich echt nicht mehr. Ist ja doof. Was wie nur. Na ja, gut. Schauen wir mal, was hier ist. Oh. Na, ich habe auch nicht mehr so was zu aimen, aber der geht einfach damit ein. Oh, da ist noch einer. So, das war's auch hiermit. Da war Schlüssel, die sind bestimmt irgendwo gut. Irgendwo für gut. Health Kit, auch wenn wir uns da selber heilen können. Wir haben sogar hier Hard Reset. Mr. Smith, Mr. Wesson, glad you can make it. Serious Sam und Hotline Miami. Ah, guck mal, auf jeden Fall geben die auch noch gut was ab. Das Spiel war echt gut, Hotline Miami. Say it with legend. Whoa! Oh man. Ah, das ist die typische Musik davon auch. Da ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ich frage mich nur, wofür war jetzt dieser Schlüssel gut? Denn ich finde hier noch nichts. Naja, wird sich schon bestimmt ergeben. Wir gehen wieder zurück. Oh, ach da. Gut, da ist ja die Tür dafür. Wunderbar. So, dann spielen wir noch ein bisschen weiter. Komm, ein bisschen jumpen hier. Rennen. Ich weiß echt nicht mehr, wie diese Shockwave da ging. Mit diesem Herz kommt man ja eben alles töten direkt. Ah, okay. Also auf irgendeiner Taste war es das. Ich habe das jetzt gerade nur mit dem Mausrügel gemacht. Komisch. Höh. Ja. Aber waren hier eine irgendwo? Oder? Oh. What is this? A shrine of some kind. What's it doing here?
Also muss man auf jeden Fall ein bisschen mal ausschalten. Und das war jetzt auf jeden Fall so ein Chi-Kristall. Das können wir uns jetzt auch einmal noch anschauen. So, da können wir jetzt hier eben noch mehr machen. Wir haben zum Beispiel dieses Healing haben wir ja eigentlich schon, ne? Das könnten wir jetzt lernen. Das andere, wir könnten das ja alles so lernen. Ah ne, das haben wir genau. Ja. Ha, das ist ganz cool. Da können wir dann auf jeden Fall auch noch mehr machen, ja. Protection, Shockwave. Da haben wir auf jeden Fall einiges hier. Ich mache mal dieses Healing. Das heißt, man könnte uns jetzt nicht mehr unterbrechen, während wir eben den ganzen Scheiß da mitmachen. Also während wir uns heilen, kann uns das nichts mehr anhaben. Gut, aber ich brauche immer noch dieses andere da. Und da muss ich auf jeden Fall ja woanders lang. Also ich bin hier gerade echt überfordert. Wobei ich aber ehrlich gesagt habe keinen Schimmer, wo ich überhaupt lang muss. Da ist auf jeden Fall wieder so ein Blutding. Also das Spiel bietet auch was für die als Erkundung. Was? Ich kann ja hier nicht durchschnetzen, oder? Nee. Wäre auch viel zu realistisch. Ah. Kommt der Sache näher. Oh Mann, das Spiel ist ja echt voll gepackt mit kleinen Sachen hier. Secret. Gut, aber das, was ich suche, ist immer noch diese komische Statue. Und da treiben es zwei Karnickel. Das geht nicht. So, hier komme ich doch her, also... Ihr seht, ich bin überfordert. Das Spiel ist zu schwer für mich. Ha. Gut, nochmal Augen auf. Das kann ja nicht sein. Ansonsten, von der Zeit her passt es ja auch. Beenden wir die Folge. So, hier bin ich ja gerade hochgekommen. Ja, das ist klar, ne? Ja, hier war ich ja gerade. Habe ich auch hier nachgeschaut? Ja, naja. Also hier müsste ich eigentlich definitiv alles abgesucht haben. Und hier war ich auch. Also habe ich langsam nicht keinen Plan, wie es hier weitergeht. Gut. Das gefällt uns. Dann würde ich einfach mal sagen, falls ihr noch was hier zum Spiel sagen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr wisst, wie es hier weitergeht, schreibt es auch in die Kommentare. Ansonsten werde ich das schon bestimmt finden. Falls ihr noch mehr sehen wollt, dann zeige ich euch das eben in einem nächsten... Da! Da ist es doch, da ist doch blau. Ah! So, da haben wir es. Gott, ey. Das sah auch unscheinbar aus vom Weiten. Einfach nur ein Licht. Aber gut. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, falls ihr hiervon noch was sehen wollt. Ansonsten mit was anderem. Bis dann und ciao, ciao.